Das sieht aus wie so ein Einparksimulator. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zur 30. Folge. 30. Folge. Busche ist wie immer dabei. Wir haben die 30. Folge. Live in the Woods. Und wir reiten auf Delfinen. Wieder mal. Nachdem wir sie nach einer Stunde Suchen gefunden haben. Ja, eine Stunde war es jetzt nicht. Ja, gut, 58 Minuten. Eine Dreiviertelstunde. Kann man schon sagen, aber war auf jeden Fall nice. Bis wir die gefunden haben. Ach, guck mal da, Zuckerrohr. Hab ich. Ja, kannst du mitnehmen? Und das? Ist der dreiköpfig? Nee, zwei. Oh. Warte. Der hat drei, oder? Nee, der hat zwei. Zwei, ne? Ich ja, dachte ist grad, nichts Besonderes. Ey. Nee. Da hinten ist wieder so ein Feuer. Alter, wie viele sind denn jetzt hier? Das sind so ursviele Gegner, ey. Also, wenn wir uns Zukunftsskelette suchen, weiß Bescheid, ne? Einfach mal ein Stück laufen. Oder schwimmen. Oh Gott. Geht das? Nee. Was ist da golden? Das ist ein Skelett mit Goldrüstung. Ich hab gedacht, zum Beispiel schwimmen wieder mal, weg. Lass mal weiter außen rum schwimmen. Ja, wollen wir unbedingt jetzt hier ran oder wollen wir einfach aufs offene Meer? Ich würde sagen aufs offene Meer, oder? Von den blauen Bergen kommen wir. Wir schwimmen auf den Delfinen, so gut sind wir. Ja, alles klar. Und der Kretze mit der Spitze in der Hand. Da gibt es da keine Ahnung. Wow, jetzt hat's geleckt. Bisschen. Irgendwie immer. Irgendwie ist hier gar nichts. Wie schnell sind wir überhaupt, warte mal? Nicht sonderlich schnell. Alter, da bist du schneller mit dem Boot, oder? Ja, mit Sicherheit. Oh, Megalag. Megalag. Doch nicht. Doch, ich hatte auch gerade einen Lag. Hallo, Kretze! Aber kein Megalag. Hallo! Lag. Oh, hallo. Alter. Er ignoriert mich. Hallo! Das ist irgendwas Blaues. Leuchtet so komisch. Schieb mich doch nicht durch in meinem das Heck! Boah, das geleckt jetzt. Oh nein, ich wollte nicht. Verdammt. Das hat sich gerade so angehört wie so ein Unterwassertempel. Was? Mal hier. Boah, Alter, leckt das, ey. Boah, ist das heftig. Guck mal, hier ist so ein Korallenriff mit den leuchtenden Korallen. Da unten, ich seh's gerade. Sieht so cool aus. Kann man da runter? Oder kann man die abbauen? Nee. Ja, kannst du abbauen. Aber du kannst sie dann irgendwie nicht mehr pflanzen. Also, okay. Was ist denn das? Hi! Hi. Ja, hi. Oh, scheiße. Kann man unter Wasser tauchen mit Delfinen? Weil irgendwie habe ich gerade keine Luft verloren. Ja, test es. Okay, doch. Was ist das hier? Rochen? Ja. Ja, gibt's hier auch. Oh, leck. Das ist so heftig. Muss halt gerade alles. Kann niemand mal sagen, dass die Aufnahme leckt, Leute. Ich habe ja immer gedacht, dass die Aufnahme leckt, aber das ist der Serverleiter. Hier, rechts. Ja, was heißt der Server? Hier rechts, die Insel. Tanks müssen halt nachladen und das ist gerade echt zu viel, weil wir... Oh, Alter. Oh. Wir haben hier 58 Mods drauf. Das wird zu viel für alles. Wobei der Server ist eigentlich relativ in Ordnung ausgelastet, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, das liegt nicht am Server, das ist neues Holz. Neues Holz? Wie? Da. Sieh mal an. Das ist Birke, oder? Nee, ich glaube nicht. Hast du irgendwie was zum Zubauen? Mangrovenholz. So viel nicht. Na, ich guck mal. Ich hab's auch gerade natürlich nicht. Eine höher, ne? Weil wir hatten gerade das Problem, dass Rufus irgendwie wieder abgehauen ist. Okay, ich geh mal losholzen. Ich mach mal einen auf. Du gehst mal losholzen. Ja, sicher. Holzi, Holzi, Holz. Mangrovenholz, wann sieht man das mal? Ich
direkt mal hier so Setzlinge mitnehmen. Halt so, ey. Was? Ist einfach zwei tief im Boden drin. Ja, das habe ich auch gerade gehabt und es leckt halt einfach. Ja. So. Ach ja. Und nochmal, Leute, tut uns bitte mal einen Gefallen. Schreibt uns in die Kommentare, wie man Füchse zähmen kann. Das würde ich immer noch gern wissen. Ich glaube, eigentlich reicht doch, wenn wir einen sowas abbauen, oder? Und dann gucken, dass so Setzlinge fallen lassen. Mhm. Wie einfach mal wieder unendlich viele Zombies kommen hier. Drei. Unendlich viele, es sind zwei. Nee, drei waren's. Oh, drei. War mir nicht schlecht. War nur drei. Oh, drei von was. Unendlich. Ja, es waren halt drei. Also ein Setzling würde ich gerne mitnehmen hier so von den Mangrovenholz. Ja, schon. Müssten nur einen fallen lassen. Also, Hoshe und ich haben vorhin auch nochmal blaue Heidelbeeren gefunden. So Büsche. Du glaube ich auch, ne? Ja, habe ich auch. Boah. Komm, lass die fallen. Ich habe einen Setzling, also ich könnte jetzt wieder gehen. Ich könnte jetzt aufhören. Ja. Krass. Was man hier so alles findet, ey Leute, das ist so richtig cool. Ich meine, das ist ja, im Endeffekt müsst ihr so vorstellen, nochmal ein ganz anderes Minecraft. Also ich meine, die meisten, die kennen wahrscheinlich Life in the Woods, klar, von anderen Leuten. Aber das so, wenn du das selber spielst und dann einfach mal Sachen entdeckst, ist es einfach eine nice Aktion. Eigentlich, das macht dann so richtig Bock und dann sagst du dir so, okay, komm, lass mal noch einen Chunk weitergehen. Und da ist dann wieder, guck mal da drüben. Da ist dann wieder komplett anderes, ne? So, das ist irgendwie voll krass. Ich warte noch auf ein Setzling. Komm zu mir. Die sehen aber auch interessant aus, die Bäume. Guck mal. Hier. Keine Ahnung. Sehen aus wie so ein... Ja, ich möchte es jetzt eigentlich nicht definieren, aber... Penis? Oder was? Ja. Aber guck mal, die gehen voll in die Erde rein. Hier. Ja, ich hab so ein Setzling. Na, reicht doch. Eigentlich reicht ja einer. Ja. So. Jo, mach mal keinen Stress hier. Warte, jetzt guck ich nochmal hier hinter. Wollen wir jetzt weiter? Nächste Insel? Ich würde sagen, ja. Och, warte. Ich meine, hier ist ja nicht viel, oder? Oh, ich muss essen. Ja, ich wollte auch gerade essen, dann sehe ich das ja alles. Hatte ich nicht noch Gemüsesuppe? Ja, meine. Nee. Selber welche gemacht? Ja. Du hast mir ja nun mal eine gegeben. Eine. Ja. Gib dir drei Sandwiches. Anfix. Kennst du es nicht zum Anfixen? Nee, vier. Ich geb dir drei Sandwiches. Nee, du vier. Gibst mir eine Gemüsesuppe. Das waren doch trotzdem vier. Nee, jetzt nicht hier kurz vor der... Ich hab also, vier Erdnussbutter-Sandwiches bekommen. Ja, ja. Aber da hast du mir keine Gemüsesuppe gegeben. Ach so, dafür. Ja. Okay, wir müssen mal raus hier. Hm? So, wo ist Rufus? Da ist Rufus. Hast du eine Schaufel gerade bei der Hand? Freiheit! Was ist denn das? Freedom! Siehst du den Fisch da? Boah, ich trau mich gar nicht nach unten zu schießen, nicht dass ich Rufus töte, ey. Lass doch den Fisch in Ruhe. Ja? Was? Ich hab gar nichts gemacht. Da war ein Weg, Mann! Der ist in meinen Pfeil gelaufen. Was aber auch lustig wäre, wenn du mit Rufus oder jetzt sag ich mal so allgemein mit einem Delfin über so einen Fisch schwimmst und er frisst den einfach so. Oh, lecker. Oh. Boah. Jetzt geht's los. Jetzt hat's gehangen, oh, shit. Ey. Jetzt hat's richtig gehangen. Oh, shit. Oh, oh. Sind noch andere auf dem Server? Nein. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Da ist Zuckerrohr rechts. Alter, was ist jetzt? Oh. Ah, jetzt muss hier richtig, richtig viel laden. Da sind Palmen, guck mal. Oh. Rechts. Ich sehe es nicht, ich sehe nur Zuckerrohr. Auf dem Berg. Ja, da. Als ob. Was ist da hin? Wir müssen da dann aber Rufus und die Dörte wieder einbauen. Boah, leckt das heftig, ey. Wir sind einfach zu schnell unterwegs. Auf einen Delfin.
Du bist auf dem Boot, yeah. Wobei, doch, das kann sein. Weil auf dem Boot, da hast du dann geleckt und da bin ich ja das eine Mal von dem, vom Rand der Welt gefallen. Vom Rand der Welt. Hast du es nicht gesehen? Doch. Da bin ich doch sogar, nee, da bin ich nicht dran gestorben. Oh, Alter, oh Gott. Alter, nee, gestorben bist du nicht dran, aber du bist halt ein gutes Stück gefallen. In die Dunkelheit. Müssen wir noch einen schönen Ort suchen. Ja, lass hier bleiben, komm. Hier direkt. Achso, na, wobei. Ja, ist doof zum Zubauen. Wie viel Erde hast du dabei? Ein halbes Stack. Oh, ich habe nur noch 8. Alter, krass. Ich überlege gerade, wie die Koordinaten nach Hause waren. Irgendwelche. Irgendwelche. Hier? Oh, scheiße, warte, das ist zum Zubauen, ne? Ne, ich wollte gerade ein bisschen kurz gucken einfach. Was ist das da, Schwamm oder was ist das hier? Guck mal. Das ist Schwamm, als ob. Ja, warte, das bauen wir gleich ab, warte. Pass mal auf, Was ist das hier? Problem ist halt, du musst auch unten zubauen, ne? Ja, aber ich will jetzt erstmal überhaupt eine Grenze ziehen. Ich hab halt nichts mehr. Ich hab halt gar nichts mehr. Jetzt zieh mal hier Sand. Ich hab halt null, ey. Tu mal schnell was, warte. Ah, Rufus aus. Was kann man denn mit Schwamm machen? Keine Ahnung. Weißt du, dass du da irgendwas mit Dings bauen kannst, auf jeden Fall mit. Na? Ich mach mal. Okay, ich wollte gerade sagen, ich mach mal nur jeden zweiten Block, weil das würde ja reichen. Ich habe jetzt erstmal Sand geholt. Wir müssen unten noch zubauen. Bin gerade dabei. So. Jetzt habe ich keine Schaufel mehr. War keine mehr? Ja. Ich kann dir Eisen und Dings geben, wenn du möchtest. Ja, Eisen hätte ich sowieso. Alter, wir brauchen hier mehr Zeit, um dieses blöde Ding zuzubauen, als irgendwas anderes zu machen. Ich weiß nicht mal, wie man die abbaut, ey. Bam. Mit einer Axt, ja. Glaube ich. Wird da, ne? Oder mit einer Schaufel. Mit einer Schaufel geht am schnellsten. Glaube ich. Die Frage ist, brauchen wir Schwamm oder brauchen wir das nicht? Können wir auch sterben. Einfach mal mitnehmen. Du stirbst. Ja. Blaue Koralle. So. Einer ist abgehauen, glaube ich. Ja, Rufus. Ah, dieses. Komm her! Ja, ja, fang ihn mal schnell wieder ein. Bin dabei. Alter. Machst du mal irgendwo auf? Unten oder oben? Ja, oben halt. Ja, ich musste halt gerade, weil Dirte wollte auch abhauen. Aus wie so ein Parksimulator. So, müsste reichen, oder? Hier vorne jetzt halt noch irgendwie zumachen. Ecke weg, ich hab hier. Danke. Bist da mal geflogen, ey. So, ja, ich bin auch gerade in dem Moment gesprungen. Also. Hä? Warum krieg ich meinen Rucksack nicht auf? Mein Rucksack geht nicht auf. Der hat seinen Rucksack kaputt gemacht. Ja, ohne Witz, ich krieg meinen Rucksack nicht auf. Geht meine rechte Maustaste nicht? Keine Ahnung. Doch. Mein Rucksack geht nicht auf.
Rucksack ist kaputt. Ohne Scheiß jetzt. Nimm den mal aus dem Inventar oder schmeiß ihn raus null oder was auch immer. 0 von 0 Slots belegt steht da drin. Okay. Hier, benutzt du den mal. Warte. Wenn der jetzt kaputt ist, ne? Das Eisen, da ist alles drin. Ich kann ihn aufmachen. Ja. Okay, gib mal her. Hä? Jetzt geht's wieder. Hä? Alles klar? Alles klar? Fleißiges Lieschen, ich glaub's bald. Wo? Hier. Pinker Hibiskus. Aber ja. Wahrscheinlich nur. Was macht denn ein pinker Hibiskus? Das sieht aus wie. Nee, ich sag das jetzt. Das ist okay, das ist schon pervers. Ey, guck dir das Ding doch mal an, wie das auf dem Bild aussieht. Komm mal her. Wo bist du denn? Da oben. Ah, ich sehe ihn. Ja, gell? Ja, gut. Erläutern wir mal nicht weiter. Ach, sei mal ehrlich, ey. Was willst du denn da denken? Habe ich den schon wieder in der Hand. Palmenbambus. Mir ein Setzling. Ja, ich bin gerade hier zum Beispiel ganz oben gerade. Wenn man die Blätter abbaut, kann auch passieren, dass er einfach das Ding rauskommt, ne? Ja. Okay. Oh, ich habe 2 Palmensetzlinge. So. Ich habe jetzt auch erstmal Löwenzahn. Was haben wir hier noch? Das Eiche. Tropenbaum. Bei Tropenbaum musst du gucken, manchmal hängt da was unten dran, ne? Ja. Ich glaube, ich habe dir schon mal erzählt, glaube ich. Ne? 1564 auf 556. Was? Wollte ich nur mal gesagt haben. Hä? Um was geht's? Koordinaten von unseren Delfinen. Ach so! Ja, okay, das ist natürlich sinnvoll, dass du dir das gemerkt hast. Machen wir es so. Ich habe jetzt noch keinen einzigen Palmensetzling, ne? Ja, kannst du einen von mir nehmen. Strauch? Weil ich habe jetzt 3. Wie 3? Achso, du hast 3? Mhm. Warte mal. Was haben wir jetzt da hier? Dran. Kletterkaktus. Wo denn? Der war gerade an der Palme dran. Ist nur grüner Farbstoff, aber heißt halt Kletterkaktus. So, hier muss doch irgendwo noch. Kannst du mir so ein Palmensetzling schon mal geben? Brauchst du noch Zuckerrohr? Also ich habe 13 Zucker. Zur Not noch Sandwiches dann herstellen. Aber okay. Wenn du ja, den Zuckerrohr nicht brauchst, dann. Ne, das Problem ist, ich möchte ja bei mir welchen anbauen. Die Frage ist eh noch, ob ich die dann unter Wasser unterirdisch anbaue oder ob ich die dann oben anbaue. Das ist auch so ein Ding. Ist das hier jetzt? Aber wir haben dieses Graszeug lang nicht mehr gefunden, fällt mir gerade auf. Ein Graszeug. Na, hier das Garten oder. Ne, Garten hieß das. Guck mal hier, was ist hier? Warte, ich sehe was. Gelbe seh Holunder. Meins. Gold? Was? Goldähre? Was ist das? Ich glaube nur Farbstoff. Dschungel, Herstellung gelber Farbstoff. Farbstoff. Ach, cool. Was sind denn jetzt gefunden? Sieht aus, als ob. Der stand da. Ja, gut, ist nicht sonderlich groß hier. Ich habe auch gedacht, das wäre jetzt größer. Aber wir können einfach so auf die nächste Insel mal rüberschwimmen. Mal schauen, was so welche ist. Welche meinst du, die ohne, da drüben? Ohne so? Unsere Delfine. Welche meinst du jetzt? Nur da drüben. Rechts jetzt. Ja, wo noch mehr Palmen sind. Warte, ich will mir kurz was zu essen reinholen. So. Und da links ist auch noch eine, ne? Schaffen wir die noch in 5 Minuten bestimmt, oder?
Was kann man denn aus Korallen machen? Nix, ne? Hat man, glaube ich, schon mal. Gute Frage, nee, ich glaube nichts. Die sind einfach nur da, weil sie da sind. Was? Und hübsch. Palmentang? Ich war gerade unter Wasser. Hier ist so rechts rum und nicht links rum, oder was? Hier ist nochmal gelber Holunder. Oh, nice. Eine Krabbel? Hab ich auch schon gesehen. Oh nein. Das tut mir leid. Laterne des Waldes? Knollenwurz. Hier, guck mal. Laterne des Waldes. Knollenwurz. Töten. Da ist wieder ein Zombie. Die Krabbel laufen immer in mein Schwert. Kanadischer Hornklee. Alter, was ist das denn? Ich auch noch what the hell, was ist das? Knollenwurz? Kann man daraus machen? Er ist schon rosa Farbstoff. Guck mal, da hinten geht's noch weiter. Warte mal, ich google mal, was ich gerade sagen. Ich google mal. Knollenwurz. Keulenlilie. What the fuck? Weg. Roter Farbstoff. Bringt auch nix. Okay, Knollenwurz kann auch weg. Bist denn du jetzt auf der anderen Insel, oder was? Nee, immer noch eigentlich auf derselben, unter dir, quasi. Aber da hinten geht's halt weiter. Keulen die hier? Aschestein? Nein, sag nicht, das ist... Hm? Nee, ein Vulkan wird das nicht sein hier, das kann... Das könnte ein Vulkan sein, oder? Nee, da müssten das drüben aber alles Vulkane sein, guck mal noch links. Der muss ja nicht, aber... Wow, ich hab gerade... Bin gerade etwas festgebackt. Aber Aschestein, das kann doch nicht einfach so irgendwo. Warte, ich will gerade hoch. Delete. Jedenfalls fällt schon mal nicht nach, wenn man es abbaut mitten im Berg. Ascheblock? Hier, also der Ascheblock dampft. Oh! Ich habe einen Raccoon gefunden. Also ein Waschbären. Oh. Ich habe Aschehaufen. Das Gefühl, wir sind hier bei einem Vulkan oder sowas. Ja, warte, ich baue mich gerade hoch. Hier sind überall Bitte. Waschbären. Wo bist du gerade? Ein bisschen unter dir. Ja, aber hier oben ist nichts. Wie du dich einfach hochbaust. Wow. Wie es einfach so abgeschnitten ist. Wollen wir das in der nächsten Folge erkunden, oder? Ich würde sagen, weil die ist fast vorbei. Ja, dann machen wir die jetzt zu Ende, oder? Wäre eine Idee. Genau, und jetzt machst du hier, da ist ein Loch drin und fällst in Lava, ey, da würdest du lachen. Ja, ich will aber gucken. Hier ist ein Eklogit. Ja, nee, das brauche ich nicht, ich habe genug von dem Scheiß. Nee, da will ich jetzt nicht runter. Ja gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge, komm. Okay, Leute, das war's dann mit der Folge hier. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir haben einen roten Vulkan gefunden. Kann ja sein. Der kein Vulkan ist. Ja, ohne Witz, ich würde jetzt gerne mal hier so unten einfach so runterbauen, ne? Macht doch viel Spaß. Mach ich auch. Ich würde sagen, wie Husche in der nächsten Folge stirbt, sehen wir dann. Bis dahin, haut rein. Haut da rein, Leute. Bis demnächst, bis zur 31. Folge. Ciao. Er konnte sich die Folge merken. Ja.